dürfen uns jetzt nicht irgendwie unterdrücken lassen. Wir müssen letztendlich, was ist da jetzt mit dem Wasser? Da drin patrouillieren welche. Die Frage ist jetzt nur... Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt durch den Heistadel durch? Das Komische ist, ich habe nicht einmal welcher normale Mensch, der in so einer Situation ist, nimmt sich nicht einmal Eisenstangen oder Schaufel. Das kann man keiner erklären. Ist schon alles sehr komisch. Vor allem da steckt eine Schaufel drin, nicht? Das ist sogar eine Heugabel. Das heißt, wenn ich die nehme, die Heugabel, dann habe ich eine Waffe. Aber nein, ich habe ja viel lieber die Videokamera in der Hand. Was für ein bescheuerter Klump Schmoren. Teach us what we shall do to the child unborn. Ja, jetzt bleibe ich wieder da hängen am Pferd. Das ist was Komisches. Geh bitte! Ich kann dem nicht einmal einen aufs Maul hauen, wie gibt's denn sowas? Das ist ein bisschen sehr unrealistisch wieder, das Spiel. Wer echt überlebensmäßig in der Bredouille steckt, der zögert keinen Moment und nimmt das Erstbeste, was irgendwo liegt. Ich muss mal ein bisschen ein Bild machen. Von dem Heistadel. Tja, tja, ich mag solche versteckten Sachen überhaupt nicht. So, da oben. Hoppala. Nein. Wir wollen nur das machen. Da oben geht es aber jetzt da nicht wirklich weiter. Nicht? Jetzt sind wir mal so weit da herum. Yeah.
Haben wir wieder eine Heilgabe, aber wir nehmen wir wieder nicht, weil es ist ja viel spaßiger ohne. So. Through that barn. Might lead to the chapel. So, was steht da? 7. Jänner. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Florid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knot in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben, selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Wahrscheinlich, dass du voll in die Klapsmühle kehrst, das bedeuten die Träume. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knot leitet meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesu, höre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden, halte mich an dich, schütze mich vor dieser Welt. Und bereite mich auf des Teufels Stunde in der Gemeinde Tempel geht, auf das ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Ja, hätten wir wieder mehr Google Translate-Geschichten. Nein, da wollen wir uns nicht verstecken. Das bringt uns überhaupt nichts. Oh gut, pass auf. Bevor ich das jetzt wirklich vergieße, weil jetzt sind wir schon so weit durch den Stadel und alles gekommen. Das möchte ich jetzt nicht noch einmal machen. Was ist denn das? Schon wieder Sirene mit einem Haus? Alter! Was war das? The fuck was that? Da geht's runter. Wo gehen wir denn hin eigentlich? There's gotta be another way. Okay. Die Brücke ist im Eimer. Für alle, die es nicht sehen, da, die ist kaputt. Also somit ist dieser Weg eh verwehrt. Ups. Da können wir was aufnehmen. Hätte das jetzt fast verpasst. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us.
Was auch immer da jetzt wieder auf mich zukommt. Das ist ein Sackgassen. Das ist ja zum Glück noch nicht so noch hoch. Ach, wie ich das liebe. Das ist der falsche Weg, da sind wir gekommen, da geht's weiter. Oh nein, 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 nein. Wer macht sowas? Wer greift da so? Der nimmt das wieder nur mit Infrarotsicht auf, okay. There's gotta be a way back to the village. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Hmm. A church? No, no. Some kind of heretic temple. Ja, es tut mir leid, aber muss sein, gerade bei dem Spiel, so. Wer baut bitte so etwas? Der hat einen Kopf. Na, Kopf ist einer dran. Nicht um, das sind Stalag. Was ist da? Das ist nur so ein Durchgang, okay. Ich würde mich jetzt ja nicht wundern, wenn wir jetzt bei der Depperten mit der Axt im Wohnzimmer stehen. Weil wie gesagt, nur einmal, welcher normale Mensch geht so einen Tunnel entlang? Was?
into the chapel. We will root out the outsider whore who's brought this darkness to our good earth. The tribulations are upon us, and we must make ready for righteous violence in the name of the Lord. Pray and hold fast. God loves you. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. The chapel. I can see the chapel. How far did this go? I'm feeling my teeth like the sound of scissors. Wären wir jetzt da schon ein bisschen wahnsinnig? Könnte durchaus sein, dass wir schon langsam ein bisschen den Verstand verlieren. Ah, das ist auf jeden Fall anscheinend diese Stadt und diese Kirche, die wir zuerst von der anderen Seite des Zauns gesehen haben im Maisfeld. Aber ja, wir wissen ja, dass in der Stadt jeder eigentlich nur mehr einen festen Dachschaden hat. Das heißt, da werden uns genug Gefahren lauern, bis wir bei der Kirche sind. Da oben steht ein Kreuz, ganz allein auf dem Berg. Und der Mond, wieso scheint der so orangefarben? Eigentlich sollte alles bläulich sein. Komisch, komisch, komisch. Und ich habe bei Gott kein gutes Gefühl, wenn wir da hinuntergehen. Deshalb werden wir hier sicherheitshalber eine Speicherung anwerfen. Was ist? Ich habe schon fast befürchtet, dass ich da unten rein muss, wo das Licht brennt. Und er speichert von selber, das ist schon gar kein gutes Zeichen. Leben da lauter Kranke. März. Noch mehr tote Kinder. Knot sagt, in solchen Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämonen gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa Knot sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Ich erwachte heute im Glauben, vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen konnten. Wir versammelten uns und teilten unsere Visionen und suchen nach ihren Sinn. Ich spüre die Nacht mehr und mehr, doch
Sie ist nicht heilig. Alter. Das ist das Dorf der Psychopathen. Das ist ja unglaublich. So, bevor wir da jetzt bei der Tür rausgingen, da oben war doch noch eine Treppe. Da kann ich aber nicht rauf, okay. Das heißt, ich kann eh nur raus. Aufsperren und öffnen, ja. Wer weiß, was mich da erwartet, was du Scheiße hörst. Ah, lauter Psychos. Die können... Ah.